Angesichts rasant steigender Corona-Neuinfektionen kommen Hongkongs Kliniken an die Belastungsgrenze. Zwei Krankenhäuser behandeln deswegen schon Patienten auf Betten im Freien. Trotz Null-Covid-Strategie kämpft Hongkong zurzeit mit seiner bisher schlimmsten Corona-Welle, die zu einer Überlastung von Krankenhäusern und Quarantäneeinrichtungen geführt hat, da nach den derzeitigen Regeln jeder Infizierte isoliert werden muss.